Hallo ihr lieben Schattenkrieger und Katana-Schwinger und Schwingerinnen. Heute ja, sind wir wieder hier in Sekiro versammelt und gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter, bis wir dann auch das nächste Bonfire aktivieren. Bis wir dann nochmal ein paar Vorbereitungen treffen und in ein paar andere Gebiete reingehen. So meine ich. Jetzt zuerst versuchen wir ans nächste Bonfire zu kommen. Oh, noch ein Goldbeutel. Goldbeutel, ja. Was habe ich denn für ein Problem heute? Wir gehen jetzt mal hier hin und schwimmen mal zu der. Jetzt können wir ja im Wasser rumschwimmen, ohne dass uns jemand behelligt. Und jetzt können wir mit ihr labern. それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。なぜそのような？代理の扉はもう長い間閉じたままです。大事なお使いがあるのですが、このババの身ではどうにも果たしようもなく、 Ja klar, natürlich. Gut, das hat sie schon gesagt. Ja, jetzt wird's interessant. Wir können jetzt mal abtauchen. Hier gibt's einiges zu finden auch. Hier unter Wasser. Ihr seht das schon überall glitzern. Wow! Und da ist der große rote Karpfen. Eine graziöse Gestalt. Riesenkoi. So, Schatzkarpfenschuppen. Alter, ich hab's heute echt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie hat's meine Zunge zerteilt oder so. Ich weiß ja auch nicht. Okay. Da hätten wir auch nochmal eine lebende Schatzkarpfenschuppe. Oh Gott. Was man hier nicht alles mitmacht. Wir gucken uns natürlich mal um, überall, was wir alles so Schönes finden. Oh, da ist wieder... Ja, die kriegt man nicht so einfach. Da müsste man jetzt quasi ein bisschen Stealth spielen, um die zu bekommen. Aber es ist jetzt auch egal erstmal. Da geht's weiter. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir müssen erstmal hier ein bisschen looten. Und gucken, kriegen wir jetzt den Fisch? Ist er da? Nee, ich sehe ihn nicht. Egal. Ja. Erstmal hier alles holen. Und hier gibt es übrigens zwei oder eine eklige Stelle mit zwei Gegnern. Die ist wirklich ziemlich schwer bescheuert. Aber die werden wir versuchen zu machen. Ah, hat mich auch gesehen. Mann, ich weiß nicht, wie ich mich dem nähern soll. Da unten, der ist ja hier so schön eingebuchtet. So, wertvoller Köder. Genau das wollte ich eigentlich auch haben. Sehr schön. Und dann gucken wir doch mal. Hier geht's noch, glaube ich, durch. Da hat mich ja... Ah, da ist er schon wieder. Hat mich wieder gesehen. Ja, wieso sieht denn der mich hier unten? So, jetzt nicht mehr. Versuchen wir ihn zu kriegen. Doch, jetzt hat er mich direkt gesehen. Unglaublich, ey. Ja, voll. Haben wir ihn. Da muss man eben auch mal schnell angreifen. Dann geht's manchmal. Nicht immer. Jo, gucken wir mal. Schwimmen wir mal da runter. Irgendwo sind die Gegner in der Nähe. Ich muss aufpassen. Ich möchte die jetzt noch nicht unbedingt... Ich möchte nicht, dass die getriggert werden. Ohne, dass ich darauf vorbereitet bin. Da hinten sind sie. Okay, dann gehen wir sie erstmal hier hin. Was sind da noch? Irgendwas hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein feindseliger Fisch war oder... So ein Goldfisch. Ja, einmal ist es der da. Wir schwimmen aber erstmal. Ja, kopfloser, ihr liest schon unter Wasser. Und da gibt es mehrere von dem Spiel. Die sind eigentlich gar nicht mal ohne. Das ist nervig. Wir müssten versuchen, dort hinten den zuerst zu bekommen. Weil der hat weniger Life, so gefühlt. Oh oh. Schwimmschreck wechseln! Boah! Alter! Boah! Der da.
Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Ihr glaubt's gar nicht. Boah. Güte. Ey, wo kann ich denn hin? Ich muss in Deckung. Ich muss mich heilen. Kann ich hier die Flasche eigentlich trinken? Ah ja, die millilitierte Flasche geht auch. Okay. Puh. Unter Wasser, das ist gut. Weil nämlich hier geht zum Beispiel kein göttliches Konfetti. Und das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen schwerer. Ja, genau. Spray, du. Und trifft mich auch noch. Ah! Nein! 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 Alter Schwede. Ey, es ist so abartig. Nein! Ach, Mann! Ja. Eine ekelhafte Stelle. Ekelhaft ist das. Ekelhaftig. So, jetzt machen wir das anders. Natürlich habe ich wieder alles verloren. Die Hälfte vom Geld. Das ist halt sehr traurig. Aber ist mir jetzt gerade scheißegal. Es interessiert mich nicht mehr. So, ja. Machen jetzt göttliches Konfetti. Jo, oh nein! Ach, leck mich doch. Ich wollte hier oben göttliches Konfetti machen, dann geht's nämlich. Dann haben wir es drauf. Dann müssen wir eben nur schnell runterschwimmen zu denen. Ey, wo ist denn das Krisenhaus, wo ich eben drauf gestanden habe? Wo ist denn das hin? Ist das das hier? Ja, anscheinend. Ja, okay, gut. Göttliches Konfetti reinziehen. Millilitierte Flasche machen wir dann, wenn wir dort unten sind. Habe ich jetzt noch? Ja, die Waffe glüht noch. Jetzt müssen wir gucken, wo sie sind. Da unten. Ja, kaum zu übersehen. Ja, holen wir das mal. Und jetzt müssten wir eigentlich mehr Damage anrichten und vielleicht besser zurechtkommen. Ja, er hat mich nicht getötet. Okay. Müssen ihn schnell holen. Jawohl, den haben wir. Den Halunken. Ja, Grauen. Grauen ist klar. Ich liebe es, dass ihr Grauen tickt. So, jetzt ist das Dingens weg, das göttliche Konfetti. Jetzt müssen wir uns hier unten dran mal Schutz suchen. Da trifft er uns nämlich nicht. Hauen wir uns nochmal lila Fläschchen rein. Kann ich hier, kann ich ihn unter Wasser anstecken? Nein! Ach, er hat die Griffattacke gemacht. Och, ja. Arschlecker, Mann. Ich hab den Schwimmsprint gemacht. Und im Sprint hat er mich gegriffen. Ja. Ja, hier kann man sagen, was man will. Ich finde, diese Kämpfe hier, die sind absolut dämlich. Weil unter Wasser kannst du eigentlich nichts machen, außer schlagen und ausweichen. Und das ist einfach sau dämlich. Das macht auch nicht wirklich Spaß. Und vor allem, dass man Schaden bekommt, wenn man im Wasser landet, das ist auch dämlich. Ist genauso dämlich mindestens. Wo ist denn das Drecksvieh jetzt? Ist er das? Ja, das ist er doch. Ne, jetzt stehen beide wieder da. Ach, der eine spawnt nach. Ach ja, das ist natürlich toll. Ach, deine Mutter, Alter. Ja, greif doch! Ja, der trifft auch dadurch.
Scheiß Griffattacken. Ich muss dem unbedingt Damage beifügen. Macht er aber mit mir eher. Ja, und dass da hinten der aus der Entfernung noch schießt, das ist halt richtig nervig, ne? Aber es geht an sich, an und für sich. Ja, sau gut. Es geht nicht, es nervt. Es ist behindert. Sau dämlich. Ich hasse sowieso Wasserzeug, ne? Das ist... Kann ich überhaupt? Ne? Ah, ah, ah! Uff. Wieso hat denn der jetzt da durchgetroffen? Vor allem, dass der andere respawnt, das habe ich nicht gewusst. Weil ich habe die jetzt dann immer in einem Rutsch geschafft gehabt bisher, aber... Oh, super, Mann! Oh, ihr nervt wie die Pest, Mensch! Also wirklich... Bescheuerte Gegner. Bescheuerter Kampf. Vor allem, du kannst eigentlich gar nicht angreifen, ohne keinen Schaden zu bekommen. Weil entweder kommt der eine oder der andere. Ich habe kaum noch Heilung. Ah. Hier ist auch wieder weg. Ja, 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 ja. Ich wette ja, der killt mich wieder, ey. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann mich nicht heilen. Es ist... Oh, warum treffen mich die ganze Scheiße denn hier, Mann? Ey! Ja, super. Das war es eigentlich schon wieder. Mann, oh Mann. Was für ein Hirnfuck. Es macht keinen Spaß. Das ist einfach so dämlich. Wer auch immer sich diese Scheiße hier ausgedacht hat, der gehört in der Badewanne ersoffen, ey. Meine Güte. Das ist einfach saudumm. Aber sowas von dumm. Dümmer geht's gar nicht mehr. So, kriegen wir wieder Schaden, weil wir ins Wasser fallen. Weltklasse. Ist genauso gut. So, ihr müsst jetzt dran glauben, weil ich sauer bin, ihr Drecksfische. Na, die kommen wahrscheinlich auch noch mit nach unten. Gut. Ah, steck fest. Boah, fuck. Hast den Fisch aus den Augen. Ich muss ihm jetzt eben geben, solange es geht. Fisch, Alter. Boah. Na gut, jetzt ist das schon mal vorbei. Aber ich bin gerade in Sicherheit und wir haben eben die Hälfte der Energie abgezogen. Das ist natürlich schon mal cool. Aua, warum hat er mich jetzt getroffen? Ich glaube, doch, der andere ist auch aufmerksam geworden. Schwimm darüber.
Jetzt trifft er mich wirklich mit der Scheiße hier. Sehr gut, es läuft gut gerade. Nein! Ah, jetzt trifft mich der andere im Rücken, Mann! Ja, komm, mach ihn alle. Jawohl. Oh, endlich, ey. Jawohl, Yasharikos Geiststurz. Den haben wir jetzt bekommen. Das ist, jetzt haben wir den als Dauer-Item quasi. So wie wir sonst als Verbrauchs-Item benutzen, können wir den jetzt dauerhaft benutzen. Ey, ist jetzt sein Kollege automatisch weg? Ah, der Kollege gehört zu dem. Also wenn wir ihn besiegen, ist der Kollege auch weg. Oder was? Das ist ja auch nice. Wäre es nur andersrum gewesen. Oh, jawohl, und noch eine Gebetsperle. Dann können wir uns maximale Vitalität und Haltung wieder erhöhen. Haben wir wieder 4 vollständig. Ich glaube, es fehlt uns nur noch eine Gebetskette. Also nochmal 4 Perlen. Eine weiß ich noch, wo man sie kriegt, auf jeden Fall. Da kommt nämlich noch ein Miniboss. Vielleicht sogar 2. Aber dann der Rest, weiß ich noch nicht. Entzieht sich noch meiner Kenntnis. So, wir haben genug wertvolle Köder eigentlich gefunden auch. Wir müssten jetzt eigentlich genug haben, um weiterzugehen. Oh, war ja eine schwere Geburt wieder mal. Und wo geht's weiter? War das da unten? Ne, da unten war die Schatztruhe. Ne, wir müssten eigentlich irgendwo auf halber Höhe war es weiter, ne? Boah, jedes Mal verschwimme ich mich hier. Es ist nämlich abartig, das Gebiet. So, da hinten haben wir noch eine Schatzschuppe. Ah, krieg ich nicht. Ah, shit. Nee. Kriegen wir nicht mehr, oder? Ah, hat sich gerade aufgelöst, Sau. So, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Muss mal hochschwimmen. Okay. Ah, da hinten ist das Häuschen. Da ist ja auch noch ein Item, das holen wir uns mal. Keine Ahnung, was es ist. Ah, Grabwachsklumpen, okay. So, und ich glaube, nur die Headless droppen so eine Sachen. Alle anderen, also die Chichiman Warrior, könnten auch Gebetsperlen droppen. Ich weiß es nicht, was die Chichiman Warrior geben. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich weiß auch nicht, ob wir schon einen besiegt haben. Hatten wir den einen schon besiegt? Müssten wir nämlich auch noch machen. Ach, schwimmt er da noch um die Kurve, die Sau. Wo geht's denn jetzt weiter? Da unten, oder? Nee, da waren wir doch eben schon. Jedes Mal dieselbe Scheiße, dass ich hier den Weg nicht finde. Anscheinend zu doof. Hier ist doch der... Da war die Schatztruhe. Nee, da ist es nicht. Da ist es definitiv nicht. Wo ist denn das nochmal, Mann? Boah, sowas nervt mich ja wie die Pest. Ich hasse Unterwassertempel seit Zelda. Also das geht noch bis in die SNES-Zeit zurück. Meine Abneigung gegenüber Wassertempeln und alle Interaktionen mit Wasser. Resident Evil hat es dann auch nicht besser gemacht, weil im Wasser war meistens irgendeine Scheiße drin. Also deswegen starke Abneigung gegen Wasserspielereien hier in Videospielen zumindest mal. So, wenn man von unten hochkommt, dann kann man diese ganz gut bekommen, wenn die gerade so über einem schwimmen, weil dann sehen sie einen nicht. Ich glaube, hier müsste es langs gehen, oder? Ja, hier ist eine kaputte Brücke. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe... Im Wasser verliere ich auch sauschnell die Orientierung, weil man irgendwie gar nicht mehr weiß, wo man ist. Ne, das hier ist es aber nicht. Aber hier ist noch ein Item. Mehrere Items. Da holen wir die doch mit. Im hohen Gras. Leichter Geldbeutel. Ja, und was ist das? Hä? So, das war der leichte. Und Magnetitschrott. Okay, das kann man gebrauchen. Och, sag mal, ey. Kann das denn jetzt so schwer sein, hier den richtigen Weg zu... Killerfische. Ey, da unten ist noch ein Item. Ja, roter Klumpen. Okay, das ist cool. Apropos roter Klumpen, da fällt mir noch ein. Wir haben doch auch dem anderen Typ die roten Augen gegeben und wissen immer noch nicht, was da passiert ist mit dem NPC. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Da muss man, glaube ich, einfach weiter im Verlies laufen.
Das werden wir auch noch vielleicht nachher machen. Mal gucken. Oder eben in der nächsten Folge. Jetzt sagt mir aber wirklich mal, wo es hier weitergeht. Ne? Ich bin echt am Ende mit meinem Latein. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Geh doch mal hoch. Ah, da ist ein Leuchtturm. Ach so, hier, ja, das ist der andere Weg. Da wollen wir eigentlich später noch hin. Da kommen wir auch später noch hin. So, da ist das Haus. Und da müsste eigentlich da hinten in der Ecke irgendwo müsste es eigentlich, glaube ich, runtergehen, wenn mich nicht alles täuscht. Was war das? Framerate-Einbrüche hatte ich ja noch nie bei Sekiro. Ja, hier geht's, glaube ich, weiter. Jo. Endlich. So, und da haben wir ihn. Den dicken, dicken Karpfen, der mich einmal immer tot macht meistens. Weil wir müssen jetzt nicht gegen den kämpfen, glücklicherweise, sondern uns von dem verstecken. Ich weiß nicht, ob man ihn auch bekämpfen kann, ob man ihn besiegen könnte. Habe ich noch nie ausprobiert. Will ich auch nicht, weil ich bin hier unter Wasser und unter Wasser kämpfe ich nicht gerne gegen Riesenkarpfen. Eigentlich gegen gar nichts. Jetzt müssen wir warten, bis der da wegschwimmt. Vielleicht schaffen wir es diesmal ohne, dass er uns kaputt macht. Ist so ähnlich wie bei der Schlange. Erstmal abhauen. Nein, nein! Ach, der dreht nochmal um. Der hat mich verarscht, die Ratte. Die Wasserratte. Wie komme ich denn da lang, wenn der das immer macht? Macht er das immer? Deswegen kriegt der mich auch immer. Ja, der dreht hier um. Okay. Ah, da müssen wir jetzt hier hoch. Genau. Ah, ja. Jetzt habe ich das begriffen. Und wenn er jetzt nochmal hier abdreht, dann müssen wir hier weiter schwimmen. Wo ist er denn? Ah, da unten. Jetzt eigentlich schon. Nice. Stealth. Mein zweiter Vorname ist Stealth. Mein dritter und vierter auch. Hui. So, dann wären wir da auch durch. Und eigentlich sind wir jetzt schon relativ nah am Endboss. Aber wir wollen ja noch ein paar andere Sachen machen. Also es wäre jetzt rein theoretisch noch ein Boss dazwischen. Rein theoretisch. Wenn man jetzt nicht auf irgendwelche Enden oder sonst was Rücksicht nimmt. Dann wäre jetzt noch einer. Wäre noch da. Aber, naja. Wir brauchen noch ein paar mehr. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Körpermerkmale verbessern. Und dann machen wir auch gleich Schluss hier. Und machen wir in der nächsten Folge die Sachen, die wir erledigen wollen. Aber zuerst kill ich die hier noch. Oh, da ist ja noch eine. Oh, noch eine. Was ist denn hier für eine Party? Hüttengaudi, ja. Gut. Jetzt können wir auch das Tor hier öffnen. So. Ich weiß trotzdem nicht, wie man in die Höhle dort oben kommt. Aber egal, erstmal. Jetzt machen wir hier auch mal Rast und gucken, was dann passiert. In der nächsten Folge. Und ich sage derweil vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. War ja wieder interessante Gegner und allmöglich Gram. Packende Stealth-Tour mit einem Riesenkoi. Und das nächste Mal wird es auch wieder spannend weitergehen. Mit eurem Spooky VF und Sekiro Shadows Die Twice. Macht euch einen schönsten aller Tage. Bis dahin. Bye. Bye, bye. I need me.